Meine Damen und Herren, das soll ein kleiner Disclaimer sein. Dieses Video soll keinen in jeglicher Form angreifen oder sonst irgendwas, denn heute wird es komplett cringe. Und falls die Leute, die cringe TikToks hochladen, hört einfach auf damit und fühlt euch nicht angegriffen. Pech und viel Spaß mit dem Video. Ciao. Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute spielen wir Hide and Cringe. Ja, eine coole Idee, die irgendjemand uns gegeben hat. Ich weiß aber nicht mehr wer, aber fühlt dich angesprochen und... Kuss. Freunde, mit dabei heute mein Freund Colin. Ich bin cringe. Du bist echt cringe. Freunde, wir spielen heute in Cloudy Condoms. Zusammen mit der Community, Freunde. Und ich würde mal sagen, letzte Cringe beginnen. So, Friends, wir starten rein. Und zwar spielen wir nur hier oben. Das habe ich vorhin schon gesagt. Die Leute wissen Bescheid, wenn ihr jetzt unten seid, habt ihr halt Pech. Dann seid ihr halt disqualifiziert oder so. Ist mir egal. Und ihr kommt jetzt einfach schnell hoch. Ist mir egal. Ich habe keine Waffen, dass ich Leute killen kann, aber ist mir egal. Freunde, wir starten rein. Hide and Cringe. Ihr feiert das Format und bald, ich glaube, nächste Folge wird wieder Hide and Memes normal sein, Freunde. Oder Hide and TikToks, weil das feiert ja auch unnormal. Und ich natürlich auch und Kalle sowieso. Deswegen ist normal. Er dabei. Deswegen ist er dabei. Freunde, Freunde der Sonne, wo seid ihr denn? Kalle, ich bin auf deinen auf jeden Fall gespannt, denn Kalle... Nein, 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 will ich nicht. Nee, nee, einfach nein. Nö, oder Mann, nö, geh. Such nochmal neu, will ich nicht. Aua. Schick. Oder Mann, dafür wirst du garantiert nicht geclaimt, bin ich dir ehrlich? Okay, er hat gesagt, ich werde garantiert nicht geclaimt. Er ist mir ehrlich. Warum habe ich dir gerade nachgesprochen? Ich weiß es nicht. Kalle hat mir ein Video geschickt. Und zwar, wie er ein Video hochgeladen hat. Es ist auch nicht gelistet. Bei Poke-Kalle. Und zwar... Was? Ja, 11 Sekunden. So eine neue Dick. Und das war's. Das Ding ist, Kalle, ich sag dir ehrlich, ich töte dich. Komm her. Ich fand das gar nicht cringe. Das ist, wenn dann lustig, mein Freund. Es ist unnormal cringe. Das ist nicht cringe. Wo bist du? Du kriegst jetzt einen Schuss in deinen Kopf. Komm her. Komm her, du bist der Erste, der rauskommt. Komm her. Komm her. Wo ist er hin? Du kleiner Hund, wenn du jetzt nicht herkommst, ne? Kann was, hä? Dann... Ach, Mann, oh. Stell dir vor, du claimst mich jetzt. Ich claim dich dafür. Keine Ahnung, okay. Freunde, wir machen weiter. Das war ja jetzt nix. Das war nix. Kalle, das war nix. Das hättest du besser können machen. Hätten du besser können machen können. So. Mhm. Bei den 2 Sekunden Vorbereitungszeit, ich hatte ja nicht besseres raussuchen müssen. Eigentlich schon. so, Pokémon Moin. Pokémon Moin. Digga, du bist so ein Rentner, Mann. Jemand ist auf dem Klo. Ist nicht. Junge, wo sind die Leute? Leute. Nein, auch nicht im Müll, okay. Ich glaube, ich habe die Leute ein bisschen therapiert mit den Mülleimern, Freunde. Dass sie sich nicht mehr in den Mülls verstecken. Aber. Vielleicht hier auf dem Balkon. King Kong. Ballon Dong. Balkon. Warte, hier ist auch wild bei diesen Solardingern. Solaris, Ares, Ares. Okay, ich glaube, ich habe mir einen Kack-Spot gesucht, Kalle. Bin ich dir early? Aber. Ist schon okay, ist schon okay. Ist okay, ey. Und dann bist du im Bambi. Kalle, ich habe eine Idee. Wie ist los? Wenn wirklich alle streamen und strenge. Fast gestorben. Was für Streamen und Schwänge? Alles gut, ich bin fast gestorben. Ein Ding. Ich habe die Hälfte der Map kaputt gemacht, aber ist okay. YOLO. Wenn alle Streamen und Strängen reißen, Kalle, yes, habe ich hier Eiscreme gefunden. Eiscreme, schick bitte Kalle deinen Meme und dann gucken wir uns ihn jetzt an, Freunde. Und nicht Meme, den Cringe. Okay, Freunde, wir gehen rein mit dem Clip von Eiscreme. Digga, einfach Odo, Mann. Das war schon harter Cringe, Bro. Da muss Alter. Ich muss dir ehrlich sagen, das war harter Cringe, Bro. Ich musste mich gerade wegcringen. Das Cringe ist Cringe. Okay, oh, hallo, der Nächste. Bitte schicke mir deine... Digga, ich war übel wild. Ich bin von dem einen zu dem anderen. So, schick mir deinen Cringe-TikTok. Gehen rein, Freunde. Oh mein Gott. How you doing?
Ich fand das andere cringiger, wenn ich ehrlich bin. Wo ist der hin? Safe, aber was haben alle mit diesem Schwein? Ich weiß auch nicht, was alle mit dem Schwein haben. Polly, es tut mir leid, aber schwierige Situation gerade. Schwierig. Vor allem bin ich nicht sehr Fan, wenn man was doppelt bisschen sieht. Oh, guck mal, hier hat sich jemand hochgebaut, weil der Schlawiner wusste. Er kriegt auf Maul. Ich bin runtergefallen. Weil der Schlawiner wusste, er kriegt auf Maul. Hat er sich hier hochgebaut? Ist hier hochgegeht? Dann ist er hier rüber. Oh, ich bin fast runtergefallen. Aber hier könnte auch einer sein. Oh mein Gott, das wäre OP. Hier unten unter dem Slurp Truck. Slurp Truck. Slurp Truck. LeBron James. Hey, das ist... Hallo? Schick mir TikTok. Schick mir dein TikTok, ich hab dich gefunden. Und außerdem, warte mal. Außerdem ist in Hide and Seek bewegen verboten, mein Freund. Das weißt du, oder? Oh no. Ich will dein Cringe-TikTok. Und wenn er schlecht war, ich werde dir so ins Gesicht schießen, okay? War unangenehm? Gibt aber bessere Kalle, oder? Ich bin noch ein bisschen verstört, ja, warte kurz. Ja, auf jeden Fall. Es gibt echt bessere. Es gibt also bessere Cringe-TikTok. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber es gibt wirklich bessere Cringe-Dinger. Der war eher verstörend als. Der war ein bisschen cringe. Verstörend, ja. Die, was hat die da mit ihrem Gesicht gemacht? Egal, voll. Wir gehen nicht weiter rein mit diesen Sachen. Ist mein Lieblingswort. Deswegen suche ich dich sofort. Oh mein Gott, bin ich wild. Digga, sei ehrlich. Der M&M's Gangster-Rapper. Guck mal, Leute denken, sie sind nicht auf Bäumen, aber sie sind auf Bäumen. Nicht. Schade. Wisst ihr, was ich jetzt einfach mache? Ich gehe einfach in den Luftballon. Und dann, ich gehe doch nicht in den Luftballon? Hä? Hallo? Oh mein Gott, neuer Short. Es gibt einen Glitch, dass du da drin landen kannst. Warum hat das nicht funktioniert? Spontan etwas verpackt. So, Kalle, ich kann von hier oben ein bisschen gucken. Okay. Und von hier oben, Freunde, wenn ich jetzt runterfall, wäre ein bisschen lost, aber... Oh, warte mal, der Leuchtturm ist ja auch noch da. Oh, da geh ich jetzt hin. Ich wusste es. Du Widerling, du Kleiner. Das Ding ist, wir sind jetzt hier beide gefangen. Sind wir nicht, aber schick mir dein TikTok. Und wenn ich nicht mehr cringe, ich werde dir so ins Gesicht schießen. Okay, Digga, sorry, Bro. Okay, das war arg, gell? Ich werde dir so ins Gesicht schießen, Alter. Ja. Ich werde dir ins Gesicht geschossen. Ah! Dein Haus und keine Maus. Meine Hose ist wie eine Rose. Das war's komplett. Und du siehst scheiße aus. Ah! Get some help. Dein Haus also, und kein... Das cringe. Oder? Ich bin dir ehrlich, schon ein bisschen. Es ist nicht cringe. Nö. Ich bin das heißt, Odumans. Ja, das war ein Rhyme. Und kein Bein. Okay, vielleicht war das schon ein bisschen cringe. Aber das hat nicht gereicht, ist mir egal. Pech. Mopsi, tschüss. Was soll das? Vor allem noch ein geklautes Kanal irgendwie. So unfair. Ist das gar nicht deiner? Nein. Oha. Deswegen weg damit. Abfahrt, Junge. Das promoten wir nicht, Friends. Deswegen weiter, Junge. Alter, aber heute ist sehr schwach. Ich glaube, heute wird es echt eine fetzige Runde, Freunde. Eine fetzige Runde. Es gibt wirklich Cringe-TikToks, aber bis jetzt haben wir einen gefunden. Boah, ich sag euch ehrlich, wer in diesem Haus hier ist, wer hier im Haus ist, ne? Der ist ein 51er. Ich hab eine Idee. Oh mein Gott, ich hab eine Idee, Friends. Oh mein Gott. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Ich glaube, der Grund, warum das so schwer für die Leute einfach ist, ist die Tatsache, dass du halt generell so ein Mensch bist, der sich nicht leicht ancringen lässt. Das stimmt nicht. Ich lasse mich sehr schnell sogar ancringen, aber die Dinger sind halt, es gibt halt, ich glaube, ich habe schon viele cringige Sachen gesehen, deswegen lassen mich ein paar Sachen kalt vielleicht. Dass du so dich dran gewöhnt hast mäßig? Na, würde ich nicht sagen, aber ein paar Sachen sind halt nicht für mich nicht so cringe, wenn die nicht so krass cringe sind. Weißt du, wie ich meine? Dem Haus. Ach, sowas will ich. Ah, okay. Kalt steht, warm? Steht. Sag ehrlich. Ich sehe dich nicht mehr. Sag du hast gerade geschlagen, jetzt bist du weg. Ehrlich, kalt warm. Kalt warm. Sag genau. Digga, wo bist du? Ich bin hier oben. Ah, okay, danke für den Tipp, Bro. Hier oben. Ah, guck mal, da kann ich noch was anfangen. Bin gefangen.
So, Kalle, es fehlen vier. Ne, vier habe ich schon gekillt. Oh, oh, wilder Trick. Habt ihr gerade gesehen, Digga? Und dann haben wir nicht cool ausgeputzt. Okay. Hier? Okay. Nee. Wärmer. Oh. Oh. Heiß. Nee. Was ist das denn älter. Hier? Was ist das denn hier, Digga? Der ist eine Taschenfestung geworfen worden. Mhm. Kalle, heiß, kälter? Du bist wieder kälter. Am kallesten, oder was? Am... Am kallesten. Ich bin wieder kälter. Okay, hier ist heiß, meinte Kalle. Okay, ich... Digga, du machst einfach so... Hier. Ja, jetzt bist du heiß. Oh mein Gott, das kann nicht sein, dass ich an dem vorbeigelaufen bin. Doch. Oh mein Gott, okay, das war zum Beispiel Cringe. Okay, Teller! Das war zum Beispiel Cringe. Schick mir das nicht. Deinen Cringe und Kalle, halt dein Maul! Abgefüllt und schickt dir das als Clip. Das war echt peinlich, wo ich hier vorbeigelaufen bin und den nicht gesehen habe. Also schon werde ich jetzt dafür weggeflamed in den Kommentaren. Und wenn du mich wegflamest in den Kommentaren, dann hör auf. Dann lass doch wenigstens ein Like da. Lass wenigstens ein Like da, ohne Witz. Emo Cringe. Здравствуй, Опа, Новый год. Da hat er echt Glück gehabt, wirklich. Also da musste ich fast weinen sogar bei dem Cringe. My Friends, wir machen weiter und werden weiterschauen, wo wir Leute finden werden, meine Damen und Herren. Das Ding ist, ich hatte vorhin eine gute Idee, wollte alles abfackeln, aber leider ist hier alles aus Stein gebohrt, deswegen hat das einfach nicht so funktioniert, wie ich es haben wollte, Friends. Ja. So. Wow. So, Freunde, dann gehen wir rein und runter. Guck mal hier. Guck mal da. Ui, Memo. Ui, Memo. Okay, hier waren wir auch schon. Warte mal. Bei der Tanke waren wir auch schon. Da war Teller. Aber wenn er jetzt AFK ist, dann snack ich den einfach weg. Wisst ihr, was ich von Hausversteckern meine, Kalle? Meine? Mhm, ich meine nichts von dir. Okay. Hier ist die Tür offen. Du bist sehr... Hallo! Alt. Oh, okay, Freunde. Das ist ein Gewinner von damals. Ich bin mal gespannt, was er für uns hier hat. Und Klappe zu. Er sagt nein, okay. Okay. Versteck dich, es war schon cringe. Also, warum muss man so... Warum muss man das machen? Warum? Bist du bescheuert, Alter? Digga, ich hab die Videoidee. Was? Du machst ein Schminkvideo, wo du jetzt halt... Das ist die Idee, Kalle. Das ist der Sieg. Das ist der Win. Der Win in YouTube. Ist so. Kalle, snitch mir ein. Sag okay, mir, in welche Richtung. Du musst in die Richtung. Oh, in die Richtung? Eiscreme, du bist jetzt nicht ernsthaft hier geblieben. Er ist echt hier geblieben. Oh mein Gott, dafür muss ich ihn eigentlich killen, ne? Schick mir deinen TikTok, wenn du noch einen hast. Komm, schick! Er hat sogar einen Instant geschickt, weil der wusste, dass du ihn sonst killst. Vom Ding her ist es einfach nur ein älterer Mann, der dick ist, der Gummibärchen mag. Also da gab es, finde ich, bessere Clips, Kalle. Das ist doch der gleiche Typ von dem Schweinkostüm, oder nicht? Ja. Digga, warum? Junge! Ich weiß gar nicht, warum ich so lange gewartet habe. Okay, gut, Eiscreme, es tut mir leid, aber es geht weiter in den Fight. In den Fight, let's go. Das war der Rhyme. Ich kann... Ja, du musst doch gar nicht so pushen, okay? Du musst dich nicht so pushen, Kalle. Okay. Push mich nicht so. Okay, aber Odemann, was los mit dir? Halt einmal, okay? Halt einmal. Okay, aber Odemann. Ist da jemand? Nein. Okay, Kalle, warm, kalt, sei ehrlich. Okay, du wirst gerade wärmer. War mir schon klar. Du wirst immer noch wärmer. Okay, war mir schon klar.
Oh, noch wärmer. Ja, war mir schon klar. Du gehst perfekt. War mir schon klar. Jetzt wird es kälter. War mir schon klar. Oh, wärmer. War mir schon klar. Heiß. War mir schon klar. Schokoladeneis. Hallo. War klar, warum ist die Tür offen? Guck, guck, schick mir dein TikTok. Und er, Digga, irgendwie habe ich Angst vor dem. Guck mal, er sitzt da und er sagt so, ich werde dich vernichten. Ja, meine TikToks sind cringer als die anderen. Okay, was ist das? Das ist irgendwas runtergeladen. Yes. Dann links. Okay, Freunde, wir müssen das hier mal Großbild machen und dann mal, bevor wir das... Moment. Okay, Freunde, er hat irgendwas zum Runterladen, Hochladen, irgendwas genommen und wir schauen uns das einfach mal an. Seid ihr bereit? Yes. Dann legen wir los in 3, 2, 1, go. Ja? Lack, wieso hab ich nur alleine den kompletten Lootpot gesammelt? Digga, wieso hab ich Full Gold, aber davon keine AK? Das war Mörder, oder? Achso, Freunde. Denk mal, ja. Oh, shit. Also, es waren erstens 2 Clips. Drittens war es nicht cringe. Und viertens, J-Edits, du bist raus. Ich wollte sagen, cringe fand ich das jetzt nicht, bin ich dir ehrlich. Wo sind denn meine Cringe-Lords? Eiersalat. Digga, wie als ob ich so schnell die gefunden hab, Digga, what? Schick dein TikTok-Cringe. Cringe-Talk. Cringe-Croc. Cringe-Croc? Rick Ross. Rick Ross? Was? Mit Sauce. Okay, Mann, Kalle. Da ist ein Schwein hinter dir. Oh nein, das weiß noch nur du. Aua. Hast du geschickt? Schick. Hast du geschickt? Hast du nicht geschickt? Schick, hat schick, er nicht geschickt. Schick, schick. Schick. Wo ist der hingegangen? Sleepy David, ich mache jetzt den Spürhund. Also, wo ist er? Also, das war cringe zum Beispiel. Aber das, was du mir geschickt hast, das war doch süß. Also, ich weiß nicht, was daran cringe sein sollte. Das liegt am Alter, Bro. Denkst du? Ja, ja, aber Bro, es gibt auch viele Cringe-Sachen, die nicht cringe sind, auch wenn man jünger ist. Weißt du? Ja, aber so bei Jüngeren ist halt so, oh mein Gott, Mädchen, Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich, das war unsere, oder das war meine Jugend. Glaubst du echt, die ist so krass verändert? Ja, safe, Bro. Ja, okay, inzwischen, ja, okay, kann echt sein. Ich glaube, das ist nicht mehr so, dass Jungs oder kleine Jungs Mädchen nicht mehr mögen. Oder eklig finden. Schreibt mal in die Kommentare. Weil bei mir in der Jugend, Freunde, kann ich euch ehrlich sagen, war das so, wir haben Mädchen damals eklig gefunden. Also... Es war so, brauche ich mir auch nicht sagen, aber es war so. Die Jungs haben Mädchen immer eklig gefunden und andersrum genauso. Also, wobei, weiß nicht, ob es andersrum genauso war, aber vielleicht schon. Und es gab immer diesen einen Jungen, der mit den Mädels gut war. Ja, immer. In ja, jeder safe, Schule. Safe. Und dann war, und dann ist man halt einfach älter geworden und die Leute, die hier mitmachen, sind schon in dem Alter, wo die dann schon mit Mädchen reden und sich verlieben und so ein Scheiß. Boah, Love Guru. Ist so, Mann. Ist so, Bro. Ist doch so, Digga. Ist einfach so. Okay, ich habe 8 Leute gekillt. Wir sind 11 Leute hier drin, Kalle. Heißt, mir fehlen 3. Die Finalisten. Kann das sein? Stimmt das? 3 Leute müssten noch fehlen, wenn du 8 gekillt hast. Kalle, schnüffel mir was. Du bist weggeflogen, bevor ich euch schnüffeln konnte. Nein, ich bin wieder hier. Ich bin wieder da. Okay. Ja? Bist du... Ich bin über dir. Mann. Ich bin über dir. Sag mir, warm oder Schwein? Warm oder Schwein? Was? Oh, hier drin? Okay. Okay. Ja? Die sind echt gut versteckt. Oh mein Gott! Das war jetzt echt ein starkes Versteck, Bro. Den habe ich kein einziges Mal gefunden. Okay, ich weiß nicht, wer du bist. Schick mir deinen TikTok. Habibi, haben du die Lach. Ich hab's jetzt zweimal angeguckt. Okay, ey, ja, gut, warte, du bist im Finale, Habibi. Du bist im Finale. Geh bitte zur Tankstelle und stell dich oben drauf. Und warte da, du bist im Finale. Kalle. Yes. Weiter. Wo sind meine Finalisten? Da unten ist einer. Wo? Und unten? Unten, Kalle?
Ja, also nicht ganz unten, sondern so auf unten. Zwischen unten. Digga, wo bist du schon wieder? Unten! Hier? Unter dir! Wo denn? Ich bin unten. Gute Mann, du bist gerade super. Perfekt. Andi, komm raus, du kleine Schmaus. Andi. Ich habe ihn gefunden selber, ohne dass Kalle mir was gesagt hat. Pech, Lul. Auf nix. Schick mir dein TikTok. Du musst es noch in die. Nein, 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 du bist nicht gleich im Finale, mein Freund. Erst will ich deinen TikTok und wenn er gut ist, dann kommst du ins Finale. Wie er gehofft hat. Wie er gehofft hat. Aber es wurde hoffnungslose nicht. Hoffnung. Guck, er macht so Brain. Kalle, schick mir TikTok. Ich schick den TikTok. Okay. Wir haben was bekommen. Ich habe im Live meinen Arsch gezeigt. In Tanga. Nach meinem Vater stand hinter mir wie ein Löwe. Das ist deine Ernst? Das ist deine Ernst? Ich habe im Live meinen Arsch. Er stand wie eine Löwe. Er stand hinter mir. Eine Löwe hinter mir. Wen juckt das? Von Shandy. Viel Glück im Finale, mein Freund. Ich bin einfach Cringe Andy. Geh, Junge, geh Cringe Andy. So, Kalle. Yes. Wo ist mein letzter? Folgt mir. Wo ist mein letzter, Freunde? Den müssen wir jetzt aufdecken. Wo ist mein letzter, Friends? Ist halt unnormal schwer zu sagen. Ja, sag mir nur ungefähr wo, ungefähr. Ich sehe halt alle Namen und ich halt alle hier im Umkreis. Die sprechen, ist halt schwierig. Okay, okay, okay. Wer fehlt denn noch? Einer müsste fehlen. Wenn du meinst, Rechnung stimmt. Meine Teller hast du mal verstecken dürfen, nicht? Teller, stimmt, Teller fehlt noch. Kalle. Ja, okay, ich weiß, wo der ist. Wo ungefähr? Folg mir Richtung Tanke. Oh, schon Richtung Tanke? Schon wieder? So. Mehr sag ich nicht. Digga, was macht ihr hier? Ah, das ist die Finalisten. Okay, okay. Digga, was macht ihr hier? Digga, was macht ihr hier? Als ob er jetzt hier irgendwo ist. Der ist oh, in der Junge, Nähe. Ich wurde einfach weggeboxt von der Tür, Digga. Er wusste, dass der Finalist wird. Er wusste schon, ja, Mann. Oh, ja. Was? Oh mein Gott, Cringe. Ich mach alles falsch, was geht, Junge. Okay, Teller, schick mir deinen Cringe. Und wenn du schaffst, bist du im Finale. Wenn nicht, bist du... Das Cringe ist da an diesem Video. Dein Cringe. Ist einfach deine Möglichkeit, wie du so. eigentlich hab ich dann gewonnen, oder nicht? Ja, du bist der Cringe. Ich cringe alle weg, Junge. Okay, Clip 2 von Teller. Ja. Woo voice, I don't know what you expected me to do. Ulu. Tiki 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 taka taka ta teke teke nueve ta 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 ta. Talking Alter. Stell dich zu den Finalisten. Hattest du auch so einen in der Klasse, oder Mann? Nee, zum Glück nicht. Stell dich bitte zu den Finalisten. Wenn der jetzt AFK ist, ne? Ich raste aus. Bella? Er hat doch einen Clip geschickt. Stell dich zu den Finalisten. Leute, hier. Oder hat er diese schon vorgeschickt, Kalle? Okay, Freunde. Dann müssen wir eine Disqualifikation machen. Teller, du hast jetzt die Chance, aufzustehen und dich zu den Leuten zu hinzubegeben. Wenn nicht, bist du AFK und bist ausgeschrieben. 3, 2, 1. Es tut mir leid. Mopsi schreibt, er hat ihm 2 Clips zu einem Gucken gegeben. Oh. Das heißt, der war die ganze Zeit anscheinend AFK. Perfekt. Gut, ihr seid die 2 Finalisten, meine Damen und Herren. Red Cringe und Andy Cringe. Ihr schickt mir jetzt beide, beziehungsweise Kalle, ein Cringe TikTok. Der bessere gewinnt und hat Hide and Cringe gewonnen, meine Damen und Herren. Los. TikTok. Okay. Digga, hat sie die Fliege gegessen, Bro? Die hatte 3 Zähne im Mund. Okay, der nächste Clip. Okay, also, ich fühle mich gerade schlecht, Kalle. Der eine hat einfach... Ich fühle mich einfach scheiße gerade, Kalle, okay? Ja, weil... Schick mir einfach den nächsten Clip. Ich will dieses Video beenden. Ich will nicht mehr gecringed werden. Sanja Maus bei TikTok. Let's go. Ihr habt beide gewonnen. Ihr habt beide gewonnen. Ey, das war's für mich wirklich. Um einen guten Freund von uns zu zitieren. Ich würde.
Freunde! Beide haben gewonnen, ey. Ihr müsst entscheiden, wer gewonnen hat. Wirklich, welchen ihr mehr cringiger fandet. Ich bin da raus, wirklich. Ich will mir gerade die Augen rausreißen und einfach schlafen gehen. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, ich muss es nicht nochmal machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Hide and TikTok.